Hallo und willkommen zum nächsten Part Prison Architect. Ja, wir haben im letzten Part hier schon mal jetzt den Rohbau hier hochgezogen und heute werden wir die Sachen einrichten. Die Sachen wurden jetzt hier fertig hochgezogen. Wir werden da oben jetzt auch noch mal ein bisschen uns um Fundament kümmern. Nicht so groß. Da können wir so machen. So, da oben kommen dann die Leute rein, die ganzen Angestellten, die dann für uns schöne Sachen machen, schöne Sachen erforschen oder sowas. Das heißt, hier kommt erstmal eine Personaltür rein. Ja, der Personalraum muss da oben auch rein. So, dann heißen wir die einmal zu, nicht wahr? Und dann werden wir auch wahrscheinlich schon hier heute die ersten Knaggis aufnehmen. Zuerst kümmern wir uns noch mal ein bisschen um Boden. So, Ickfliesen sind schnell. Marmorfliesen. Boden. Genau, hier einmal kurz ein paar Ewigplatten auf jeden Fall. Hier runter. So, sehr gut. Da wurde ein Auto gespeichert. Was haben wir hier noch Schönes? In den karierten Boden. Den kann man sich auch schnell bewegen. Den würde ich hier hinlegen. Ach, ich habe die Dusche vergessen. Fällt mir dabei gerade auf. So, dann einmal. Ein bisschen Metallboden. Hier hinlegen, dann ein bisschen Sandstein im Außenbereich. Okay, cool. Gut, ich würde sagen, ich kann die hier ruhig Beton lassen. Gut, dann einmal Räume nehmen, dann eine Verwahrungszelle. Warum in dem neue Rekruten darauf warten, dass sie eine Zelle, für sie frei wird. So, dann die Küche und die große Kantine. Perfekt. So, den Hof auch noch mal gerade direkt zuweisen. Hier ist der Hof. So. Können die Knackis auch ein bisschen schwimmen üben, wenn sie hier raus wollen. Mal sehen, wie gut ihnen das gelingen wird. So, und dann einmal Objekte. Hier haben wir jetzt alle Objekte wunderschön unsortiert liegen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Etagenbetten, damit wir hier erstmal ein paar Leute aufnehmen können. Gut, hier würde ich sagen, packen wir die Dusche hin. Eine gefliesste Wand. Dann die Tür nicht vergessen, damit die auch reinkommen. Und dann brauche ich noch genau eine Bank und genau los und Bänke. So, ich habe mir hier auch gedacht, wir machen hier ein Wohlfühlhotel draus, weil früher oder später wird das hier sowieso ein Wohlfühlhotel werden, ein Wohlfühlgefängnis werden. So, das heißt, wir können das auch jetzt gleich schon zum Wohlfühlgefängnis erklären. Gut, genau, die Toilette. Würde ich sagen, können wir hier hinsetzen. Und
dann gefließte Wände. So, und dann die Duschen. Und das war's dann. Bloß nicht vergessen, sonst haben wir hier eine Überschwemmung. So, danke sehr. So, und dann wird das jetzt erstmal gebaut. Jetzt können wir den hier noch Schönes reinstellen. Ich bin hier damit Gefängnisarbeit. Ja, hier irgendwie so ein Sofa oder sowas. Ein breites Sofa. Den hier noch hinstellen und dann noch. Spiel noch ein Spiegel hier rein. Ja. Dann können wir hier hin machen, würde ich sagen. So, dann kommt dann eben gleich noch eine. Und dann einen kleinen. Na, einen Schachtisch. Ist nicht ganz so groß. Okay, lol. Zwei Stühlen dran. So, Bank oder Bank. Ach so, die bringt mal wieder nichts. Toll, super. Dann einmal das hier abreißen, bitte. Und dann kommt hier eine Bank klein hin gleich. So. Danke sehr. Einmal abmontieren und die neue wieder hinmontieren. Nee, das ist ein Tisch. Ein Tisch kann man sich zwar auch setzen, aber ich glaube nicht, dass es so wirklich hilfreich ist. So, noch nicht vergessen. So, so. Genau, wir haben auch noch Warmwasserboiler. Und da stellen wir mal hier einen hin. Den müssen wir, da wird dann das warme Wasser hingeschoben. So, dann einmal hier kurz ein bisschen. Ja, uns um die Versorgung hier kümmern. Ich würde sagen, sie läuft hier direkt neben der Geschichte lang. So, erstmal bis dahin. Dann hier auch nochmal was langlegen. Fließt da jetzt erstmal das Wasser lang. Und hier legen wir das noch daneben. Und wenn wir mal schauen, wo wir das hier gebrauchen können. Mit diesem Warmwasser habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt. Da werden wir gleich mal gucken. So, genau, Warmwasser wollen die hier auch noch haben. So, da braucht man nur kaltes Wasser. Da will man sich nicht mit Warmwasser waschen. Okay, gut. So. Und dann können wir hier schon die ersten Knackis nehmen, nicht wahr? Die kommen in... Ach so, ich habe die Dusche vergessen. Hier muss noch eine Dusche hin. Da ist die Dusche. So, perfekt. Ach so, stimmt. Das Klo muss zu der Verwahrungszelle gehören. Okay, cool, und das muss dann hier jetzt
Die müssen verbunden sein, nicht wahr? Gut. Okay, cool, das hier sind jetzt zwei. Dann organisieren wir das gerade einmal um. Sieht auch mal. Wir nehmen uns dafür die Wand hier drin und einmal alles abreißen. Yay. Der macht das nicht gerne. Alles wegnehmen. So, und dann werden wir gleich mal gucken, wie wir das hier anders organisieren. Wir organisieren das am besten dann einmal, dass wir hier die Sache wegnehmen, also hier eine neue Wand setzen. So, das wird dann jetzt hier mal eine Verwahrungszelle. Vielen Dank. Genau, von Wänden und Türen eingeschlossen. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Und die Klasse hätten wir hier eigentlich lassen können, nicht wahr? Schlimm, ey. So, wieder neu hinsetzen, Wände hinsetzen. Wollen sich ja nicht gegenseitig beim Pinkeln zugucken. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Genau, dürft ihr euch gleich nehmen und dann wieder genau da hinsetzen. Und sich auch irgendwie so ein bisschen verarscht fühlen, nicht wahr? Egal. So. Dann kommt hier die Wand hin und dann Versorgung. Ich sollte nicht hier. Ach nee, die Versorgung hatte ich schon gelegt, genau. Hier ist das große Rohr auf einmal weg. Ziehen wir es hier mal neu durch. So. Ah ja, das Warmwasser geht nur bis da, okay. Zu wissen. So, hier auch noch mal kurz komplett. Nee, da liegen nämlich noch keine Warmwasserleitungen. Jetzt liegen da gleich Warmwasserleitungen. So, sehr gut. Gut, und dann können wir jetzt hier... Hier sieht irgendwie lustig aus. So, Boden. Irgendwie auch nach Kratze. Oder was meint ihr dazu? Nehmen wir mal einen anderen. Diese schicken Fliesen. Sowieso, wir sollten etwas Schnelles nehmen. Sieht nämlich dieser Frachtboden aus. So, stimmt, dafür habe ich zu wenig Kapital. Gut. Wenn wir jetzt erstmal den hier nehmen, wie es aussieht. So, hier wird weiterhin schön zusammengeschraubt alles. Gehen wir zur Küche und richten die ein. Was braucht man für eine Küche? Wie wär's mit Herden? Glaube ich nicht. Glaube ich kein Kapital. Gut. Dann reißen wir mal ein paar Bäumchen wieder ab. Bäume sind unser Kapital. Hier zum Beispiel. Das ist alles. Können auch hier nochmal einen Lagerraum hinbasteln. Damit wir hier einfach ein bisschen Sachen da wegkommen. So, Lagerraum. Danke sehr. So. Und dann wird das jetzt alles nach draußen hingekarrt. Guck mal für den Hof. Da mindestens einer Tür. Ist das hier nicht eine Tür? Das hast du auszusetzen. Das werden wir einmal kurz gucken, was du hier daran auszusetzen hast. Was ist denn der Hof? Hier ist der Hof. Eigentlich passt das. Nee, ich glaube, die Knackis können inzwischen, glaube ich, tatsächlich schwimmen. Nicht wahr? Nee. Hm.
Naja, dann können wir hier nochmal ein paar Zäune langlegen. Na, das glaube ich, wird jetzt eigentlich vital. Ja, das sieht doch hier ganz gut aus. Wälderpolzung, Wälderpolzung, wo sie? Wir brauchen schon Bäume. Bäume bringen gar nichts. Nur Abgeholz bringen die Geld. Holzt alle Bäume ab. Yay. Das lässt sich bestimmt viele schöne Reichenmöbel basteln. Wir dann super verwerken können. So. Ab rüber an die Export. Wow, die legen die dahin und dann bringen sie die da rüber zu den Exporten. So. Und wie viel kriege ich? Na, 2800. Das ist doch ganz gut. So, davon können wir hier jetzt die Zäune bauen. Nochmal 6000. Das ist doch super. So, dann können wir uns hier weiter mit der Küche beschäftigen. Was brauchen wir wohl für eine Küche? Herde würde ich mal sagen. Dann, wie wäre es mit Kühlschränken? Ist bestimmt auch eine gute Idee. Dann spülen. Um Sachen zu spülen. Oder vielleicht auch die Spülen zu spülen. Mit anderen Spülen. So, dann Sprengsanlagen. So, und dann wäre das, glaube ich, auch schon alles. Ein Tisch, nicht wahr? Ah, hier ein Mülleimer. Nee, stimmt, Mülleimer fehlen auch noch. Ein Mülleimer und noch ein Mülleimer hier hinten hin. Und dann, genau. Ist das soweit? Noch einen Tisch vielleicht. Wo man dann hier die Sachen drauf, wo man dann hier Sachen drauflegen kann. Großen und einen kleinen. Kann man sich da schön drum prügeln, wer welchen Tisch kriegt. So, das ist doch bestimmt lustig. hier und da einmal anschließen und hier einmal anschließen. So, ich gehe mal davon aus, dass ihr dann hier überall einfach durchgeht im Moment. Wie sieht das aus? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Dann einmal das Wasser. Oben fließt die Aorta lang, so schön heißt. So, hier, da, dort. Hier, da, dort, da, die, da, do. Ich bin ganz schön froh, dass ich Prison Architect spielen kann. So. Gut, Küche wäre da. Personal. So. Und dann die Kantine. So, mal geguckt, hier darf man Eichensachen hinsetzen, dann einmal, genau, Getränke und Snackautomat, Tischreiche. Ist ziemlich groß, aber naja. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, dreimal verschiedene Reihen. Ich habe mir Mühe gegeben. So, dreimal komplett unterschiedliche Reihen sind. So, dann hier noch einen Tisch. Beziehungsweise hier unten könnten wir dann das machen wie Snackautomaten. Hier unten kommen jetzt die Serviertische hin. So, nee, die müssen so rum. So, dazwischen kommt dann der Mülleimer. So, wir wollen hier keine unnötige Verschmutzung haben.
Und dann Getränkeautomaten. Hierhin ein Getränkeautomat, ein Snackautomat. Für die Freizeit von den Knackis. So, hierhin. Genau. Sieht doch schon ganz gut aus. Und dann jetzt Bänke. So. Okay, das sieht doch gut aus. So, willkommen in unserer Kantine. Schön dreckig. So muss es sein. Je dreckiger, desto besser. Ja gut, den Hof, den werde ich jetzt hier wegreißen, wenn ich jetzt hier auch wegnehme. Lol. Du bist hier gerade eingesperrt. Auch schön. Auch lustig. Kann man noch rein? Ups. Ach nee, so kommt man noch einmal entfernen. Genau. So, so. Ah, dann ist jetzt der Hof komplett eingeschlossen. Gut. Ach, der hat da wirklich patrouilliert. Wie lustig. So, dann hätten wir das. Und dann können morgen die ersten... Na, nee, hier fehlt noch was. Von Wänden und Türen umschlossen. Okay, warum ist das nicht der Fall? Ist das hier nicht jetzt komplett umschlossen? Gute Frage. Und euch den Toiletten fehlt immer noch das Wasser. Das ist noch nicht angeschlossen. Ich habe die weder hier dran noch da dran angeschlossen. So. Kriege ich denn das hin? Dass sie jetzt vernünftig von Wänden und Türen umschließen lasse. Das hier muss weg. Ah, jetzt haben wir es. Perfekt. So, dann hätten wir jetzt die Geschichte geschafft. Yay, voll belegen. Mach Pause. Gut, mach Pause. Steht da irgendwo in der Tür rum und mach Pause. So, ihr habt jetzt auch gerade nichts zu tun. Doch, ihr könnt da oben weiter bauen. Ah, sehr gut. Das ist gebaut. Dann könnt ihr hier jetzt Strom hinlegen und Wasser hinlegen. So, hier haben wir noch ein Absperrventil. Dass wir dann hier das ganze Wasser ausschalten können. Habe ich ernsthaft unter der Tür durchgelegt. Lustig. Okay, gut. Sieht gut aus. So. Es werde Licht. Fenster fehlen noch. Jetzt wird es hier ein bisschen armselig. Obwohl, so ohne Fenster auch, ist doch auch ganz lustig. Fenster. Hier sind große Fenster, danke sehr.
So, wer würde nicht gerne im dreckigsten Gefängnis der USA wohnen? Jo, 0 Grad, ey. Wer würde nicht gerne im dreckigsten Gefängnis der USA wohnen? Willkommen! Ja, kommen Sie näher! Das dreckigste Gefängnis der USA! Wir haben aber noch keinen... Wir haben aber noch niemanden, den wir hier einstellen können. Deshalb ist das ein bisschen blöd. Deshalb müssen wir weiter das dreckigste Gefängnis der USA bleiben. Komm, wir schieben die ein bisschen hier entlang, dass die sich ein bisschen bewegen müssen und das... so, dass wir den Eingang hier hinten hin machen. So, eine Tür und noch eine Tür. Und dann kommen hier die Büroräume hin. So, damit wir hier auch mal etwas vernünftig sehen können. Büro müsste... Ist das hier nicht sortiert? Okay, lol. Zwinger, okay, lol. Ah. Aber das ist schon mal schön. Büro. Da haben wir es doch. So, einmal das Büro einrichten und dann haben wir tatsächlich einen negativen Cashflow. Yay, wir lieben es, negativer Cashflow. Andere Einnahmen 0 pro Tag, andere Kosten 0 pro Tag. Yay, geil. So, jetzt müssen wir hier gerade einmal kurz schnell schauen, dass wir die Leute holen. Kleiderständer. So, Schränke. Nee, die sind falsch. Wo müssen die? Büroschreibtische, noch mehr Aktenschränke, ganz viele Akten. Immer schön Wasser trinken, das ist sehr wichtig. Man sollte nicht verdursten. So, Rollstuhl und noch ein Rollstuhl und dann genau. Was ist das? ein Elchkopf. Den hängen wir hier hin. Yay. Kaktus. Kann ich auch noch in den Flur stellen. So, ein ovaler Tisch. Und genau, das war's soweit. Dann einmal in den Hof gehen. Und hier ein paar Sachen hinstellen. Zum Beispiel ein bisschen Picknicktische. Hier ein bisschen sitzen und plaudern. Die Telefonzelle kommt, glaube ich, hier in den Flur. So, dann Hantelbänke. Ich glaube, die werden auch sehr schnell nass. Holzpuppen. Bisschen um den Wut abzu, bisschen um die Wut abzuregen. So, was haben wir noch Schönes? Flutlicht. Wenn ihr auch gut im Blick haben, nicht wahr? Schön. Dann mal hier noch. Ja, das war's, glaube ich. Will ich erstmal sagen, soweit. Länger umgehen müssen, okay, lol. Dinge. Brauchen auch Geräte, in denen sie klären überwachen können für das Trainingsbedürfnis im Außenbereich. Gut, cool, können wir euch hier auch hinsetzen. Handelständer. Könnt ihr noch ein bisschen trainieren. So, und dann wäre es das. Ich überdachte Trainer. So, wir können euch hier nochmal ein paar Sandsäcke draußen hinstellen. So, perfekt. Und dann kommen morgen die ersten Knackis, nicht wahr? Wir müssen nur in Nähe. Ich hätte gerne hier... Können wir hier 2, 4, 6,
8 Häftlinge. So, danke sehr. 81 und 54 verfügbar. Das sind schon ein paar. Gut, dann würde ich sagen, wir werden morgen unsere ersten Knackis begutachten können. Also freut euch drauf. Übersteigt das Tagesbudget. Okay. Gut. Ja gut, dafür braucht ein Buch, Alter. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einige von den Arbeitern jetzt hier feuern. Ja. So, große Entlassungen beim dreckigsten Gefängnis der USA. Wir brauchen Geld, wir müssen Leute entlassen. Wir sind nicht VW, die andauernd Geld hinterhergeschoben bekommen. So, danke sehr. 350, das dürfte doch reichen. So. Danke sehr. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns im nächsten Part mal die ganzen Geschichten an. Also, bis dann und tschüssi.